Wissenschaftlerin zu sein, bedeutet für mich neugierig zu sein, neugierig zu bleiben, sich nicht damit zufrieden geben, was es vielleicht schon für Antworten auf Fragen gibt, sondern eigentlich die Fragen selber zu finden und zu stellen. Mein Name ist Annette Künkele. Ich arbeite hier an der Charité. Ich arbeite sowohl im Labor als Wissenschaftlerin als auch als Ärztin in der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie. Ich hatte immer schon ein Interesse an Krebs, habe deshalb meine Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg begonnen. Und das war eine Doktorarbeit, die auch sich auf den Bereich Immunologie fokussiert hat. Und dann war es letztendlich die Entscheidung, zu Mike Janssen nach Seattle zu gehen, Immuntherapien zu entwickeln. Und das ist jetzt das, was ich im Prinzip auch nach Berlin gebracht hat. Ich arbeite im Labor daran, dass wir von Patienten deren Immunzellen isolieren können und die dann genetisch so verändern, dass sie in der Lage sind, Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Das ist eigentlich die natürliche Aufgabe von einer Immunzelle, dass sie, sag jetzt mal, schlechte Zellen, zum Beispiel bakteriell infizierte Zellen, erkennt und zerstört. Und diese natürliche Fähigkeit, die nehmen wir und statten aber die T-Zellen mit einer Art Navigationssystem aus, das sie in die Nähe von Tumorzellen bringt und dass sie dann eben diese Tumorzellen erkennen und die auch zerstören. Ich glaube, ein Stückchen weit liegt der Schlüssel darin, dass man an was forscht, das sehr nah in der Klinik ist. Und das, was wir sozusagen im Labor erforschen, das kommt in die Klinik. Wir reden hier von einer Therapie, die nicht irgendwie die Lebenschancen für ein, zwei Patienten steigert, sondern das sind Patienten, die haben eine Überlebenschance jetzt plötzlich von 60, 70%, die man normalerweise zum Sterben nach Hause geschickt hätte. Und jetzt kann man 60, 70% dieser Patienten heilen. Ich denke, Krebs wird es immer geben, aber wir arbeiten stark daran, dass irgendwann niemand mehr einen geliebten Menschen an Krebs verliert. Also Krebs sollte meiner Meinung nach irgendwann keine Todesursache mehr sein.